Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch auch wieder ein super geniales Video mitgebracht auf diesem Kanal. Und zwar habe ich ein großes Paket von TradingCardGames.at bestellt in den letzten Tagen. Und dort sind die Sachen eben angekommen und es sind echt coole Sachen dabei. Und Sachen, die ich natürlich gerne mit euch öffnen möchte. Und heute ist einer dieser super coolen Blister dran, die es jetzt gibt. Das sind die Grauen der Lichtfinsternis Blister. Und dort sind lustigerweise nicht dreimal dasselbe Pack drin, sondern zwei Grauen der Lichtfinsternis plus ein Nacht in Flammen. Sehr spannend. Die Promos sind echt ziemlich cool. Vor allen Dingen hier das Deponitox finde ich megamäßig. Denn Deponitox ist mit Müllawine echt super gut spielbar. In Psychodecks oder sonstigen. Und ja, darauf freue ich mich. Und Regigigas ist natürlich ein legendäres Pokémon. Also, warum nicht diese Blister? Ich würde sagen, wir fangen an mit dem, ja doch, mit dem Deponitox-Blister. Irgendwie ein gutes Gefühl dabei. In beiden Blistern sind die Booster ein bisschen verrutscht. Aber das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. Genau. Hier sieht man nochmal einen coolen, ja, ein kleiner Shot auf hier das Ultra Necrozma, welches es in Grauen der Lichtfinsternis zu holen gibt. Ja, also, wir hatten in den letzten Produkten, um ehrlich zu sein, nicht so viel Glück. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Es sind trotzdem mega coole Produkte dabei. Oder auch allein schon wegen den Promos lohnt es sich, das sich nochmal anzuschauen, falls man es nicht gesehen hat. Aber wir hatten nicht so viel Glück in unseren Puls. Genau, wir erhalten auch eine sehr, sehr coole Münze. Dort ist Xerneas zu sehen. Jetzt versuche ich gerade. Oh, die Promo ordentlich auszupacken. Ja. Okay, okay, okay. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Besser als erwartet. So, eine Codecard, welche wahrscheinlich die Promo und eventuell auch noch die Münze freischaltet für das Online-Sammelkartenspiel. Hier ist die coole Deponitox-Promo, auch hier mit alternativen Artwork, wie es hier steht. Unten ist ein A. Für alternatives Artwork kommt ursprünglich aus Stunde der Wächter. Sehr cool, dieses Deponitox. Mag ich echt gerne. Auch das Konzept einfach von Unratütox und Deponitox finde ich echt zum Lachen. Mit diesem Mülleimer quasi. Oder dieser Mülltüte. So, dann haben wir hier eine Xerneas-Coin. Münze. Sehr schön. Ziemlich simpel. Aber Xerneas ist ein legendäres Pokémon, deswegen auf jeden Fall eine coole Münze. So. Und dann haben wir hier die drei Booster mit Kapokime, Packard Work. Dann hier zwei Grauen der Lichtfinsternis, einmal mit Quaiyutsu und einmal mit Zygarde. Wir öffnen das Quaiyutsu zuletzt, würde ich mal sagen, oder? Ja, genau. Und wir starten mit Nacht in Flammen. Hier drin gibt es auch echt coole Karten in dem Set. Ist auf jeden Fall ein Set, was ich von dem Sonne-Mond-Zyklus sehr gern mag. Aber eigentlich, finde ich, gibt es kaum schlechte Sonne-Mond-Sets. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist tatsächlich so eine Mondbasis. Aber alle anderen finde ich eigentlich ziemlich cool. So, hier haben wir Riolu, Wommel, Araqua, Türkidamaru, Reißlaus, eine Wasserenergie, Zwirklopf, Lola, Bodybuilding, Hantel, fleißiges Staffelholz ist die Reverse und Lashoking die Stern. Diese Blister sind also sehr cool, falls man Promos sammelt oder sonstiges. Und natürlich ein paar Booster zerfetzen will. Und sie sind eben nicht ganz so teuer wie eine Tin in der Regel. Sie halten sich meistens so bei 14 Euro oder sonstigen. Ganz erschwinglich. Noch. So. Hier haben wir Gramoklis. Und Tragosso. Schneebedeck, Skoppel, ein Beatora, eine Wasserenergie, Inetransporter,
Aranestro, Ultra Dimension. Bitora ist auch die Reverse. Und Magnezone, Holo. Sehr schön, Magnezone gefällt mir. Magnezone gefällt mir. Magnezone hat auch einen sehr coolen Effekt. Der begünstigt nämlich zum Beispiel Energien anzulegen. An die eigenen Pokémon. Auf jeden Fall sehr nützlich. 1, 2, 3, 4, vor die 2 davor. Und hier haben wir ein Bitora. Wuffels. Kaumalat. Flabby. Mehikel. Eine, ja, Feenenergie. Viscagot. Amphizel. In den Transporter. Ein Iskala hier als Reverse. Und die Stern. Leute, Leute, Leute. Holt euch diese krassen Blister. Yveltal oder Yveltal GX Full Art. 180 KP, Vitalabsorber, Schall der Bosheit und Unglückszahl GX. Hammermäßig. Wow. Vitalabsorber, 20 Schadenspunkte, heile so viele Schadensmarken auf diesem Pokémon, wie du dem Gegner zugefügt hast. Schall der Bosheit, 100 Schadenspunkte fügt dieser Angriff für 3 Farblos-Energien zu. Und der Schaden dieser Attacke wird durch Schwäche und Resistenz nicht verändert. Und Unglückszahl GX. Wenn auf dem aktiven Pokémon deines Gegners genau 4 Schadensmarken liegen, ist jedes Pokémon kampfunfähig. Das heißt, man kann mit Spread Damage arbeiten. Zum Beispiel mit dem Kapuriki Promo. Sehr, sehr krass. Mit dem Kapuriki Promo aus den Promo-Boxen eben. Mit dem normalen. Und das macht 20 Schaden bei jedem Pokémon auf der Bank des Gegners und auch dem aktiven. Und wenn man das zweimal eingesetzt hat, hat jedes Pokémon des Gegners nur noch 40 KP. Und dann zum Beispiel ein Broomlay oder sonstiges eingesetzt. Und dann herzlichen Glückwunsch. Leute, Leute, richtig krass. Mir gefällt dieses Juwelteil. GX Full Art richtig gut. Ihr wisst, ich liebe Finsternis-Pokémon. Beziehungsweise Unlicht-Pokémon. Und deswegen umso genialer. Euer Pokémaniac wünscht euch mega viel Spaß. Und drückt mir die Daumen für den nächsten Blister. Der kommt nächste Woche, der Blister. Und ja, genau, in 2 Tagen kommt eben ein anderes Produkt, was auch richtig cool ist. Und ich hoffe, daraus kriegen wir auch einen richtig krassen Pull. Euer Pokémaniac, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann.